Ja, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das ist leicht zu denken her von den Beispielen, die wir jetzt eben am Schluss gehört haben, von Armut, extremer Armut, dass da unser Sozialstaat oft in der Sackgasse steckt, ist ziemlich offensichtlich. Wir haben auch vielfach Unterstützung gehört, jetzt mittlerweile vom Gasthaus hier in Dortmund und der Kahner Suppenküche für so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also solche Initiativen sind natürlich sehr, sehr offen dafür. Das liegt sozusagen auf der Hand. Uns beschäftigt aber heute noch eine, sozusagen die Frage noch etwas weiter. Wie kann ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen auf eine Gesellschaft wirken, wenn es für alle auf Dauer gelten würde? Für alle als Bürgerrecht sozusagen. Neben mir sitzt Frau Dr. Ute Fischer. Sie arbeitet an der Fachhochschule hier in Dortmund, ist Soziologin, hat sich mit diesem Thema umfassend beschäftigt. Ich freue mich, dass Sie hier unter uns sind. Ja, Frau Dr. Fischer, Freiheit statt Vollbeschäftigung, diese Initiative haben Sie hier in Dortmund angestoßen, gegründet, in Gang gesetzt, wird uns jetzt wahrscheinlich noch vielfach hier hoffentlich in Dortmund beschäftigen. Freiheit statt Vollbeschäftigung, das ist doch sehr provokant, oder? Ja, also Freiheit statt Vollbeschäftigung soll provokant sein. Wir haben jetzt inzwischen, ich habe mal nachgerechnet, vor 15 Jahren mit dieser Debatte angefangen und siehe da, wir sind heute hier mit dem Thema und ich freue mich ganz herzlich, dass das Kirchenschiff doch richtig voll ist. Freiheit statt Vollbeschäftigung sagt eigentlich genau das, was ich damit im Schilde führe, das Grundeinkommen schon so lange gut zu finden, nämlich, dass es ein Signal hat. Also das Grundeinkommen sendet ein Signal aus und das heißt eigentlich ganz einfach, nämlich du bist wichtig und du gehörst dazu. Und zwar jeder von uns, also du und ich und sie, alle gemeinsam. Denn was macht das Grundeinkommen? Es sagt, also es ist eigentlich noch radikaler als das Weinberggleichnis, denn man muss noch nicht mal in der Schlange stehen und Bereitschaft zeigen, dass man auch im Weinberg arbeiten möchte. Man muss gar nichts, sondern man ist einfach da und das Signal ist, es ist schön, dass du da bist, hier hast du deine Grundbedürfnisse abgedeckt, mach was mit deinem Leben. Und das ist auch eine Zumutung, also da muss man gewappnet sein für. Ja, richtig. Damit verbunden ist ja ein bestimmtes Bild des Menschen auch, ne? Eine bestimmte Haltung gegenüber dem Menschen, die ja nicht so bisher so eingeübt oder so selbstverständlich in unserer Gesellschaft ist. Bräuchte es da so einen Paradigmenwechsel, einen Perspektivwechsel, ganz nochmal ein neues Hingucken darauf? Ja, auf den Menschen? Also diese Frage, die hört man häufig. Vielleicht hat sich mancher hier im Raum die auch schon gestellt. Ich fange da immer als Soziologin ganz vorne an zu gucken, nämlich da, wenn das Kind zur Welt kommt. Da sind die noch ganz unverstellt. Und man sieht doch bei jedem Menschen, dass es so etwas gibt wie den Drang nach vorne. Also am Anfang ist das etwas ungelenk. Und dann wird es zum Robben und zum Krabbeln und dann will man in die Aufrechte kommen und dann fällt man x-mal auf die Nase und irgendwann klappt das dann. Und dieser Impuls, dass wir nach vorne wollen und etwas zum Ausdruck bringen wollen, was in uns steckt, das führt ja in viele gesellschaftliche Bereiche, das fängt mit dem Laufen an, aber geht dann weiter. Und diesen Impuls nicht zu unterbrechen, das ist die große Chance des Grundeinkommens, meine ich. Das ist erstmal eine ganz entscheidende Grundaussage, ne? auch über den Menschen, dass er nach vorne, dass das einfach drinsteckt, sozusagen mit der Geburt schon oder vorweg schon. Also, und dass er etwas machen will aus seinem Leben. Würden Sie Arbeit, auch den Arbeitsbegriff insofern ganz weit machen und sagen, eigentlich ist alles das, wo ein Mensch sich einbringt, was machen will aus sich selbst, in der Gesellschaft, ist das alles Arbeit? Nein, also man kann das Arbeit nennen. Ich bin eher der Ansicht, man sollte den Arbeitsbegriff nicht zu stark verwässern auf alles, sonst reden wir über Beziehungsarbeit und diese ganzen Dinge werden eins. Ich möchte den Arbeitsbegriff ein bisschen entzaubern und ihn reserviert lassen dafür für bezahlte Arbeit, also das, was wir gewohnt sind, Erwerbsarbeit zu nennen und die anderen wichtigen Dinge im Leben Tätigkeiten zu nennen. Klingt jetzt so ein bisschen kleinlich, aber ich finde es ganz gut, diese Begriffe auseinanderzuhalten, weil dann wird eines deutlich, was auch in der Bildermeditation schon anklang, nämlich
Was brauchen wir eigentlich zum Leben? Diese Frage steht ja vor den Antworten, die wir hier versuchen zu geben. Und zum Leben brauchen wir Geld, weil wir in einer Geldwirtschaft leben. Und wir brauchen Sinn. Und diese beiden Aspekte stecken in der Erwerbsarbeit, wie wir sie kennen, aber auch in allen anderen Tätigkeiten, die wir tun, die über uns persönlich hinausgehen, die eine Bedeutung für andere haben. Das kann der direkte andere sein, aber auch der abstrakte andere in Form von Gesellschaften oder Gemeinschaften, in denen wir uns aufhalten. Und all diese Dinge sind gleich bedeutsam. Also das Pflegen von Angehörigen, das Kümmern um die kranke Nachbarin, im kleineren Umfeld der Familie oder der, ja, der Nachbarschaften bis hin zu den Dingen, die wir tun für das Gemeinwesen. Alles ist gleichermaßen wichtig und auch der Bereich der Erwerbsarbeit, weil wir natürlich uns mit einem bestimmten Lebenskomfort umgeben wollen, der uns wichtig erscheint. Und diese drei Bereiche, Familie, Gemeinwesen und Erwerbsarbeit, sind gleichermaßen bedeutsam, nicht nur um uns als Gesellschaft zu entwickeln, sondern auch um Sinn zu erleben. Weil sie immer Bedeutung für den anderen haben. Erwerbsarbeit gehört auch dazu, aber eben überhaupt nicht allein und schon gar nicht vorrangig, wie wir es gerade im Amt hier in dem Gespräch erlebt haben. Ja, das ist ja das, was unsere Gesellschaft nach wie vor prägt. Ne? Diese Erwerbsarbeit, mit der du möglichst viel Geld verdienen willst, das ist die wertvolle Arbeit, die wertvolle Tätigkeit in einer Gesellschaft. Und das andere, Hausarbeit, ehrenamtliches Engagement, das kann man noch so nebenher, aber das ist eigentlich nicht so bedeutungsvoll. Wir wissen natürlich alle, dass das nicht so ist. Ohne das starke ehrenamtliche Engagement einer Gesellschaft würde die Gesellschaft auseinanderbrechen. Ohne die viele Arbeit zu Hause oder mit Kindern, Erziehungsarbeit und so weiter, geschehe das Gleiche. Das sind ja im Grunde entscheidende Grundlagen unserer Gesellschaft. Das ist ja spannend, dass mit dieser Vision oder dieser Idee eines Grundeinkommens, dieses Grundrechts, auch eine andere Wertung von Tätigkeiten unserer Gesellschaft einhergeht. Sie haben davon gesprochen, ein Grundrecht. Also Sie würden das dann wirklich gleichwertig betrachten zu dem Recht, was weiß ich, zu atmen, die Würde des Lebens zu haben. Also das ist ja in unseren allgemeinen Menschenrechten auch festgelegt. Ja? Genau. Also es ist ja Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und wir leben in einer Gesellschaft, die dafür Sorge tragen muss. Also so haben wir uns das in unser eigenes Aufgabenbuch geschrieben. Und wenn wir in die Sozialgesetze gucken, ist es auch in Paragraph 1 nochmal eigentlich noch klarer formuliert, wir geben uns zur Aufgabe, dass ein jeder und eine jede nach ihren Möglichkeiten ihre Persönlichkeit entwickeln können soll. So steht es im Sozialgesetzbuch, was man immer von den weiteren Ausführungen halten mag. Aber das ist die Aufgabe, die wir uns selber gegeben haben. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, ob ein Grundeinkommen nicht dieser Aufgabe in besonderer Weise gerecht wird, im Verhältnis zu dem, was hier gerade im Amt vorgeführt wurde. Wo man dann einen Eingliederungsvertrag unterschreiben muss und zu Tätigkeiten auch gezwungen ist, die unter Umständen völlig sinnentleert sind. Sie sprachen ja von Sinn, die den eigenen Fähigkeiten eben gar nicht entsprechen. Also ich kenne auch hier viele Menschen, die sich hier in der Gemeinde engagieren, die auch diesen Tätigkeiten nachgehen müssen und teilweise auch körperlich extrem belastende Dinge und die dann aber hier in der Gemeinde im Grunde genommen, wenn sie hier tätig sind, auftanken. Ne? Und weil sie hier sich wirklich so einbringen können, hier wichtig sind, sich als wichtig auch erleben, weil sie ihre Fähigkeiten. Wir haben ja in dieser Diskussion über das Grundeinkommen regen sich seit vielen Jahren Skeptiker und Kritiker melden sich zu Wort. Das ist auch gut so, ne? Damit die Diskussion fundiert geführt wird. Und ein großes Argument ist ja immer, aber es muss doch jeder Arbeit haben, damit er sich verwirklichen kann, damit er teilhaben kann an einer Gemeinschaft. Also auch das denken wir sehr stark auf die Erwerbsarbeit begrenzt. Ne? Und Ihre Gemeinde ist ein Beispiel, wie es anders ist. Alle die hier sitzen, die kennen das, dass man stolz, also es wird immer gesagt, Arbeit macht auch stolz darauf, etwas geschafft zu haben. Da bin ich neulich drüber gestolpert, der Vorstandsvorsitzende der Firma E.ON hat das nochmal so gesagt, also viele andere aber auch. Arbeit macht in besonderer Weise stolz. Aber wenn Sie sich überlegen, wann Sie das letzte Mal stolz waren, dann fallen Ihnen bestimmt viele Beispiele ein. Also stolz
stolz zu sein, dem ungeliebten Nachbarn doch die eigene Bohrmaschine geliehen zu haben oder stolz zu sein, dass die eigene Handballmannschaft zwar nicht gewonnen hat gegen den Favoriten, aber doch mit Würde verloren hat, also eine richtig tolle Gemeinschaftsleistung gezeigt hat. All diese Dinge machen stolz und nichts davon spielt in der Erwerbsarbeit. Von diesen Beispielen, vielleicht die Ihnen auch einfallen. Also wofür brauchen wir die? Wir brauchen die natürlich, weil wir die Wertschöpfung brauchen und weil wir uns tatsächlich mit einem gewissen Wohlstand umgeben wollen. Aber wir brauchen sie nicht allein und schon gar nicht für das Gefühl, wichtig zu sein und teilzuhaben. Ja. Ich denke an die vielen Menschen, die entweder einer sinnentleerten Arbeit in unserer Gesellschaft nachgehen und dann immer hoffen, dass ja, in der Freizeit wenigstens all das passiert, was sie in dem langen Arbeitsleben nicht so haben. Ne? Dann da wird die Freizeit natürlich oft auch überfordert mit, also die wenige Zeit, die man dann hat. Denke an Menschen, die auch den Burnout erleben, die völlig überfordert sind an ihren Arbeitsplätzen, völlig im Stress sind. Das ist ein Phänomen, was ja spürbar zunimmt in unserer Gesellschaft. Und wir alle merken ja, die gesamte Gesellschaft kommt in so eine Sackgasse rein, ne, und braucht einfach neue Lösungen für die Zukunft. Es kommt auch die Digitalisierung dazu, ne, wo wir alle doch sehr genau wissen, das kann doch gar nicht mehr funktionieren, dass alle eine Erwerbsarbeit auch bekommen. Also noch viel weniger als es heute noch. Ja, bei dem Argument habe ich ein weinendes oder ein lachendes Auge. Okay. Nämlich auf der einen Seite ermöglicht es Voraussicht, dass durch Digitalisierung viele Arbeitsplätze verloren gehen, diejenigen ins Boot zu holen, vielleicht als Befürworter zu motivieren, die bisher der Arbeit so viel Gewicht geben. Also ich habe jetzt mit Sozialdemokraten viel gesprochen, die jetzt plötzlich merken, oh Mensch, die Arbeitswelt verändert sich, irgendwie müssen wir da doch anders mit umgehen. Aber es ist so, dass es bei jeder Welle von Rationalisierung oder dem Einzug neuer Technologien immer auch neue Arbeitsplätze gibt. Also ich würde deswegen bei den Prognosen ein bisschen vorsichtig sein und nicht denken, naja, es sind 50% bis zu 50% der Arbeitsstunden könnten ja erspart werden durch Maschinenlösungen. Aber das würde ich nicht zum Hauptargument machen. Nicht zum Hauptargument machen, ja. Also das spielt uns ein bisschen zu, also uns, den Befürwortern, spielt es zu, aber ich würde da nicht, also das eigentlich Wichtige ist, auch wenn wir Vollbeschäftigung haben, brauchen wir das Grundeinkommen. Das macht die Gesellschaft dann im besten Falle menschlicher und würdevoller, auch für den einzelnen Menschen. Eine tolle Vision, wie das umzusetzen ist. Es wird ja viel, viel diskutiert. Es werden Modelle ausprobiert, Schweiz hört man und in Nordeuropa, glaube ich, auch. Ne? An verschiedenen Stellen wird mal hier und da was ausprobiert schon. Irgendwas ist da am Kommen. Keiner kann genau sagen, ne, wie klappt es wirklich. Ja? Aber es lohnt sich, finde ich, wirklich, man hört es bei Ihnen ja auch deutlich heraus, dieser Vision nachzugehen und zu gucken, wenn es denn auch nicht so, wie die ersten Modelle waren, wenn es nicht vielleicht so umgesetzt werden kann, dann vielleicht anders oder ein Teil davon. Allein das wäre ja schon spannend. Sie haben jetzt diese Initiative hier in Dortmund angestoßen. Was versprechen Sie sich davon? Was möchten Sie erreichen mit dieser Initiative? Die Dortmunder haben das ganz alleine gemacht. Also dieser Slogan, der kommt von uns. Und uns sind meine Arbeitskollegen damals, als wir alle noch in Brot und Lohn der TU Dortmund standen, einfach verzweifelt sind 2003 an diesen Hartz-Gesetzen und haben gesagt, so, da muss man jetzt was gegen machen. Und teilweise kannte ich die anderen Kolleginnen auch gar nicht, die da mitgemacht haben. Wir waren zu fünft und drei kannte ich nur. Wir stehen weiterhin der Diskussion zur Verfügung, wohnen aber ganz verstreut in Deutschland. Die regionalen Initiativen, von denen es eben in Dortmund auch mehrere gibt inzwischen, die haben sich in den darauffolgenden Jahren gebildet. Also wir gehören schon mit zu den Ersten, die diese Diskussion öffentlich gemacht haben, also online gegangen sind und plakatiert haben, unsere bleiwüsten Thesenplakate, die wir damals hatten. Es gab genau einen Journalisten, der sich für uns interessierte. Und zwar, das ist vielleicht in diesem Kontext ganz witzig, also wir plakatierten im Dezember 2003 diese Plakate und in Frankfurt. Und es schrieb das Kulturmagazin Frankfurt mit dem Titel Luther war gestern, weil wir neun Thesen veröffentlicht hatten auf diesem Plakat. Ach ja. Gut, also da hat sich schon jede Menge getan
und mich treibt das einfach weiter an. Ich, neulich habe ich mal jemandem gesagt, der mich das auch gefragt hat, ich muss das einfach machen. Ich kann nicht anders. Also ich muss das tun, weil ich genau weiß, dass das ein Weg ist, der nach vorne führt. Und deswegen mache ich das immer wieder mit Freude, auch sonntags nachmittags. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass gute Ideen brauchen einfach einen langen Atem. Ja. Und mein Teil dazu beizutragen, erfüllt mich tatsächlich auch. Ne? Es ist eine Freude, das zu tun, überhaupt eine Vision zu haben, besser die Nachrichten aushalten zu können, weil ich diese Vision habe, vielleicht meine Kinder anders zu erziehen, in einem freiheitlicheren Geist, statt zu fragen, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, ja. Was willst du beruflich mal werden, vielleicht lieber zu fragen, was interessiert dich. Ja. Also das tut mir persönlich einfach auch ganz gut. Wo Sie gerade diesen Punkt ansprechen, auch bei der Frage, wie wir Bildung gestalten in unserer Gesellschaft, es wird viel diskutiert jetzt, viel neu auch diskutiert, Gott sei Dank, weil auch die Schulen in einer Sackgasse sich befinden und die Menschen auf eine bestimmte Leistungsgesellschaft hin drillen, ja, in bestimmte Bereiche, die man angeblich braucht, und andere fallen darunter weg. Auch da gibt es die Ideen und die Vision, die Menschen wieder mehr zu stärken, das Individuum zu stärken, selbstverantwortlich für sich zu sein, die eigenen Fähigkeiten, Begabungen erstmal überhaupt zu entdecken, sie zu pflegen, sie auszubauen, da dran zu bleiben, weil das Freude macht, weil das Sinn ergibt, ne, für den Einzelnen. Das ist ja spannend, dass das auch so da verschiedene Bewegungen nun einhergehen, die sich gegenseitig auch befruchten können. Aber daran sieht man, dass die Zeit gekommen ist. Ja. Also da spielt auch die Digitalisierung zu, in diese Fragestellung, wie muss Bildung eigentlich aussehen. Ich glaube, wir haben über Facebook dieses Video geteilt von dem japanischen Referenten irgendwo in Davos beim Weltwirtschaftsgipfel, der das ganz klar sagte, die Zukunft der Produktion ist maschinenbasiert. Ja. Zum Glück, wir könnten uns freuen darüber, dass wir diese harte Arbeit oder vielleicht auch monotone Arbeit nicht mehr machen müssen und stattdessen den Freiraum haben, über neue Konzepte und Ideen nachzudenken, uns zu versammeln und Nachbarschaft zu gestalten. Genau dafür braucht man dann eben ein Grundeinkommen, um abgesichert zu sein, um diese Dinge eben auch tun zu können. Und er sagte, also die Bildung braucht nicht ein Volumen an Wissen, was wir in uns hineinstopfen müssen, das weiß man ja seit 40, 50 Jahren, dass das Konzept an Bildung nicht funktioniert, sondern was wir brauchen, ist Kreativität zu fördern und den Eigenwillen, den die Menschen auf ihre eigene Art und Weise mitbringen, den Wert zu schätzen, damit er sich entfalten kann. Und dafür brauchen wir günstige sozialpolitische Bedingungen. Und das ist sozusagen auch eine Unterstellung, ne, dass das dem Menschen wirklich innewohnt, dass er diesen Willen hat. Ja, es mag ja sein, dass es auch durch schwierige Bedingungen, wo Menschen groß werden, das hat ja auch mit Familie, mit dem eigenen Umfeld zu tun, dass so etwas unterdrückt wird, ne, dass der eigene Wille erstmal wieder neu entdeckt werden muss. Ja. Aber das wäre dann tatsächlich Aufgabe einer Gesellschaft, schon in den Bildungseinrichtungen, das auch zu leisten dann, ne, dass das für jeden Menschen möglich ist. Ja. Herzlichen Dank, Frau Wilhelm. Ich finde, man kann Ihrer Initiative da wirklich nur viel Erfolg wünschen, weil sie so vieles auch an positiven Anstoß für unsere Gesellschaft, was weit über dieses Thema Einkommen oder Erwerbsarbeit und so tatsächlich hinausgeht. Uns ist ja bei der Vorbereitung hier auf diesen Gottesdienst eingefallen, welchen biblischen Bezug gibt es dazu eigentlich? Und da lag natürlich dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg wirklich. Das lag auf dem Tablett. Ja. Auch wenn Sie sagen, natürlich müssen sich die Menschen dann im Gleichen auch anstellen oder haben sich angestellt, um eine Erwerbsarbeit zu haben. Aber es ist eigentlich revolutionär gedacht, auch für damals auch schon. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, Jesus, der von dem dieses Gleichnis ganz offensichtlich auch tatsächlich stammt, also dem historischen Jesus von Nazareth, manches ist im Nachhinein im Mund gelegt worden an biblischen Worten, aber da kann man davon ausgehen, diese Gleichnisse, die er gesprochen hat, sind alle sehr prägnant, auch provokant. Ja. Und bei Jesus selber steckt eine eigene Lebenserfahrung, das finde ich dabei auch sehr spannend dahinter, nämlich er selbst ist keiner Erwerbsarbeit nachgegangen. Also er ist ausgestiegen aus der Erwerbsarbeit seines Vaters, eigentlich wäre er Schreiner oder Maurer geworden,
Und da streiten sich die Wissenschaftler, welchen Bereich das gewesen wäre. Aber er ist ausgestiegen, aber er geht einer Tätigkeit nach. Er wandert, er predigt den Menschen, er heilt, er stößt etwas in den Menschen an, er ist Seelsorger, er ist Arzt, aber bekommt dafür keinen Lohn, keinen direkten Lohn. Und jetzt kommt der Punkt, der mir auch nochmal aufgefallen ist in der Vorbereitung. Aber er nimmt sich das, was er auf dem Weg findet. Er nimmt sich von den Ehren des Feldes, er nimmt es sich sogar am Sabbat. Das wurde als Arbeit betrachtet, was man nicht machen darf. Sabbat, wobei der Sabbat auch nochmal spannend wäre in der Sache von Ausstieg aus Erwerbsarbeit und was der Mensch auch braucht, um zur Muße zu kommen. Nur er nimmt sich das. Er nimmt sich das, was er zum Leben braucht. Er lässt sich einladen bei Essen und Trinken. Er wird sogar als Weinsäufer und verschrien, ne? Weil er gerne feiert, weil er gerne lebt. Und aus dieser Erfahrung heraus nimmt er immer wieder Naturbilder und sagt, seht euch die Vögel unter dem Himmel an. Sie sorgen nicht um den morgigen Tag. Er nimmt also sozusagen die Freiheit einer anderen Lebensart der Vögel unter dem Himmel zum Vorbild für den Menschen. Und möchte, und er selbst hat die Erfahrung gemacht, das Aussteigen hat sich für ihn gelohnt aus dem gesellschaftlichen System heraus. Und insofern, als dass er einen neuen Blick bekommt, auch auf den Menschen hin, was er braucht und was er eben nicht braucht. Und dahinter steckt dann auch noch ein Gottesbild. Natürlich bei Jesus, wir haben eben Luther angesprochen, Luther hat genau dieses Gottesbild aufgegriffen. Nämlich ein Gott, der bedingungslos liebt, der bedingungslos annimmt und eben nicht nach Leistung fragt. Also das ist Luthers Gnadenlehre nachher, er entdeckt die Rechtfertigung allein aus Glauben, ist ein bisschen sperriger Begriff, aber im Grunde genommen heißt das nichts anderes, du bist geliebtes Geschöpf Gottes, so wie du zur Welt gekommen bist, bist du komplett angenommen, du brauchst nichts tun oder dich beweisen, ein guter Mensch zu sein, du bist so oder so geliebt. Und mach was aus dem, was in dir steckt, lebe es, liebe dich selbst, ne? Übernimm Verantwortung für dich und damit auch für andere. Das finde ich da hochspannend an der Stelle, dass so ein christlich geprägtes Menschenbild von Jesus von Nazareth schon nachher über Luther nochmal betont, hin in die aktuelle gesellschaftliche Diskussion beim Grundeinkommen tatsächlich damit einhergehen kann. Ne? Und insofern sitzen Sie hier jetzt als Soziologin, ich sitze hier als Theologe auf dem roten Sofa gemeinsam und das ergibt Sinn. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.